Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten Frage weiter in unserem heutigen YouTube-Livestream. Genau. Eben die letzte Frage war: Unter welchen Voraussetzungen haben Mitarbeiter Anspruch auf einen Betriebsrat? Okay, ja, das ist natürlich auch wiederum eine sehr, sehr spannende Frage. Diese Frage stammt von einem deutschen Zuseher unseres YouTube-Kanals und dementsprechend möchte ich hier dementsprechend eben nur jetzt auf die deutschen Regelungen eingehen. Es gibt hierbei mehrere Voraussetzungen, oder welche gegeben sein müssen, damit ein Anspruch auf einen Betriebsrat besteht. Und Voraussetzung für die Wahl eines Betriebsrates ist in erster Linie mal die Anzahl der Mitarbeiter eines Unternehmens. Und dementsprechend müssen, damit überhaupt ein Betriebsrat gegründet werden darf, mindestens 5 wahlberechtigte Arbeitnehmer in einem Unternehmen vorhanden sein. Also einerseits brauchen wir mal 5 wahlberechtigte Arbeitnehmer. Und von diesen 5 wahlberechtigten Arbeitnehmern müssen dann in weiterer Folge 3 Stück, also 3 von diesen 5 Arbeitnehmern, müssen dementsprechend dann auch wahlberechtigt sein. Also hierbei muss man mal unterscheiden zwischen wahlberechtigt und wählbar. Also Entschuldigung, jetzt habe ich mir versprochen, diese 3 müssen nicht wahlberechtigt sein, sondern diese 3 müssen wählbar sein. Das heißt, ich brauche auf der einen Seite, um einen Betriebsrat zu gründen, 5 wahlberechtigte Arbeitnehmer und auf der anderen Seite müssen hiervon 3 wählbar sein. Und jetzt müssen wir uns zuerst einmal diese 2 Begrifflichkeiten anschauen. Wahlberechtigt und wählbar. Wahlberechtigt sind dabei alle Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Und in diesem Zusammenhang spricht man dann eben auch von einem sogenannten aktiven Wahlrecht. Also wahlberechtigt sind alle, die ein aktives Wahlrecht sind, also dementsprechend eben das 18. Lebensjahr vollendet haben. Und zu diesen Arbeitnehmern gehören auch volljährige Azubis und Leiharbeiter, wenn sie länger als 3 Monate in einem Betrieb, also in diesem Betrieb, eingesetzt werden. Das ist schon mal die Definition von wahlberechtigt. Und auf der anderen Seite haben wir die Definition von wählbar. Und wählbar sind alle wahlberechtigten Personen, die 6 Monate dem Betrieb angehören. Und in diesem Zusammenhang spricht man dann eben auch vom passiven Wahlrecht. Also das aktive Wahlrecht besagt, welche Mitarbeiter sind berechtigt zu wählen. Und auf der anderen Seite bedeutet das passive Wahlrecht, welche Mitarbeiter sind wählbar. Und hierauf müssen Sie achten. Also mindestens 5 Mitarbeiter, welche wahlberechtigt sind und hiervon müssen, so dass ich es rausbringe, müssen 3 wählbar sein. Und das ist schon mal die Voraussetzung, damit es in einem Unternehmen oder dass in einem Unternehmen Anspruch auf einen Betriebsrat besteht. Und die Anzahl der Betriebsratsmitglieder ist dann in weiterer Folge auch noch sehr stark abhängig oder ebenfalls sehr stark abhängig von der Anzahl der Arbeitnehmer. So gibt es zwischen 5 und 20 Arbeitnehmern einen Betrieb oder ein Betriebsratsmitglied. Zwischen 21 und 50 Arbeitnehmern gibt es 3 Betriebsratsmitglieder. Zwischen 51 und 100 Arbeitnehmer 5 Betriebsratsmitglieder und von 101 bis 200 gibt es beispielsweise 7 Betriebsratsmitglieder und das Ganze steigert sich dann halt eben nach oben hin, je mehr Arbeitnehmer vorhanden sind. Ja, ich glaube, damit ist diese Frage, wann besteht Anspruch
auf einem Betriebsrat in einem deutschen Unternehmen auch beantwortet. Also hierbei ist eben, wie gesagt, auf die Anzahl der Mitarbeiter, welche wahlberechtigt und wählbar sind, zu achten. Und das sind die ausschlaggebenden Voraussetzungen. Ja, somit sind wir dann auch schon wieder fast am Ende unseres heutigen YouTube-Lives angelangt. Vielleicht an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis auf unseren Online-Lehrgang Gründen und Selbstständigkeit starten, wo wir uns eben genau mit solchen Themen beschäftigen, also welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Ihre Mitarbeiter dann dementsprechend auch Anspruch auf einen Betriebsrat haben, neben den zahlreichen anderen Dingen, welche Sie wissen müssen im Zusammenhang mit dem Start in das Unternehmertum bzw. in die Selbstständigkeit. Genau, super, danke Daniel. Und generell, wenn Sie auch noch Fragen bezüglich einem Betriebsrat haben, immer wieder gerne, Sie kennen es, einfach unter das YouTube-Video kommentieren oder uns eben eine Frage zusenden. Wir beantworten sie gerne und eventuell auch das nächste Mal live mit Ihnen im YouTube-Livestream.